Hallo zusammen, heute geht es um Plug-and-Play-Anlagen, also Balkonkraftwerk. Und zwar hier sind Solarmodule, deutscher Hersteller von Solarfabrik GmbH, Mono S3, habe ich jetzt gerade vor mir. Alles neue Module, die technischen Daten sind jetzt 370 Watt. Eine Leerlaufspannung, wenn die Platten halt nicht angeschlossen sind, von 40,9 Volt und eine Lastspannung, wenn Strom entnommen wird, von 34,40 Volt. Das Ganze ist in 10,70 Ampere. Die Platten können bis 1500 Volt in Reihe geschalten werden. Das sind Halbzellermodule. Hier sind die Anschlüsse mittig. Bei den älteren früher waren die Anschlüsse, wie gesagt, hier oben gewesen. Hier hat man so in der Mitte gemacht. Einmal Plus und einmal Minus. So sehen die Zellen aus. Die sind nochmal geteilt in der Mitte. Also komplett anderer Aufbau. Die Maße sind ungefähr 1,80 mal 1 Meter Breite. Dazu gibt es, was hinten dann angeschlossen wird, sind Modulwechselrichter. Da habe ich jetzt gerade auch eins hier. Und zwar ist das einer, weiß nicht, ob das auch ein deutscher Hersteller ist. Das seht ihr jetzt hier. Und zwar, dieses Gerät kann Maximalvoltage. Hier kann man bis 55 Volt Platten anschließen. Die werden ja parallel angeschlossen. Deswegen habt ihr unten vier Anschlüsse. Zweimal Plus, zweimal Minus. Das Ganze kann über Internet ausgelesen werden. Und dieses Gerät macht jetzt aus den PV-Modulen, das ist ja Gleichstrom. Mal gucken, ob die Daten hier richtig drauf kriegen. Also erstmal zu den Daten. 22 Volt Eingangsspannungsbereich bis 48 Volt. 12 Ampere, das mal 2, weil die wie gesagt parallel drauf geschlossen werden. Und macht dann 230 Volt AC mit 2,40 Ampere, 50 Hertz, IP67, also die Geräte sind für außen gedacht, Spritzwasser geschützt. Temperaturbereiche, was die Geräte abkönnen, sind minus 40 Grad, weil sie ja quasi auch im Winter draußen sind, bis 65 Grad. Das Ganze werden die Platten hier hinten angeschlossen. Das ist für ein Modul, einmal Plus, einmal Minus. Würde wie gesagt auch mit einem Modul laufen, ist aber jetzt für zwei ausgelegt. Der kann 600 Watt produzieren und ins Stromnetz einspeisen. Das ist quasi ein Einspeisewechselrichter. Der wandelt den Strom um und dann, wie gesagt, hier ist dann die Leitung für die Wechselstromseite. Hier kann man jetzt einen Stecker dran machen, 230 Volt Stecker und ab in die Steckdose. Alles, was die Anlage jetzt produziert, wird im Strom, könnt ihr am Strom einsparen. Ihr habt im Stromnetz 230 Volt. Dieses Gerät macht 235 Volt, also immer mehr als was im Netz vorhanden ist. Deswegen produziert er den Strom, den er selber produziert, wird halt zuerst selber genutzt, bevor er den Strom von draußen zieht. Deswegen auch Einspeisewechselrichter bzw. Modulwechselrichter. So, eine Platte sind 370 Watt. Die kann im Optimalfall 2 bis 3 kW am Tag produzieren. Es gibt einen Schnittwert von 4 kW am Tag und eine Platte mit 370 Watt kostet ungefähr 150 Euro. Ein Wechselrichter für eine Platte bis 370 Watt kostet ungefähr 140 Euro. Das Gerät, was ihr jetzt hier liegen seht, kostet 200 Euro. Das ist für zwei Platten ausgelegt. So, und dann gibt es noch das Maß 4 Stück, 370 Watt Platten, sind 1000
600 kW, was die Anlage, das ist ein Ersparnis von 450 Euro. Das heißt, in 2,5 Jahren habt ihr die Anlage ruckzuck wieder rein, das Geld, was ihr investiert habt. Eine Anlage mit vier Platten, a 370 Watt plus Kabel plus Wechselrichter, sind wir ungefähr bei 950 Euro. Das ist das, was das Ganze kosten würde. Also früher die ersten Anlagen, wenn ich überlege, was das Zeug gekostet hat, jetzt kriegt man das alles schon hinterhergeschmissen. Das Geld hat man ruckzuck wieder rein und kann halt ja, alles, was die Anlage halt produziert, selber produziert, ist Eigenverbrauch und könnt ihr an Geld einsparen. Die ganzen Modulwechselrichter, das sind wie gesagt Balkonanlagen, müsstet ihr bei eurem Netzanbieter nachfragen, wie dort die Gegebenheiten sind. Normalerweise muss man so anmelden, einen Zettel ausfüllen, alles hinschicken und dann bekommt ihr, wie gesagt, so eine Anlage ohne weiteres eigentlich genehmigt. Was ihr jetzt draus macht, ob ihr das anmeldet oder nicht anmeldet, das ist eure Sache. Reell ist es, wie gesagt, mit Anmeldung, weil der Stromanbieter will halt wissen, was wird den Strom jetzt gerade produziert und was nicht. Ob ihr denn dafür noch eine Vergütung bekommt, müsst ihr dann auch abklären. Da gibt es auch sowas wie eine Verzichtserklärung. Oder ihr lasst euch halt für den Strom, den ihr selber produziert, spart ihr an Strom ein. Und das, was ihr zu viel habt, könnt ihr einspeisen. Da gibt es noch 9 oder 10 Cent pro Kilowattstunde. Also zusammenfassend, wie gesagt, eine Platte und ein Modulwechselrichter sind wir ungefähr bei 300 Euro. Die Anlage kann euren ganzen Grundverbrauch abdecken am Tag. Also ungefähr, wie gesagt, 300 Watt bringt die bestimmt Spitze, beziehungsweise 330, 340 unter Dauerlast bei optimaler Ausrichtung. Und die deckt halt euren ganzen Verbrauch ab, wie Kühlschrank, Standbeigeräte, Beleuchtung, die im Haus ist. Das macht im Jahr, wie gesagt, schön viel aus, was ihr einsparen könnt. Ich selber habe mit sowas auch mal angefangen gehabt und absolut geil. Ist auch bezahlbar, die Preise sind nicht mehr so teuer. Ich bereue es nicht. Wie gesagt, hier nochmal so die technischen Daten, die ich ja vorhin schon mal eingeblendet habe. Da gibt es, wie gesagt, viele verschiedene Hersteller. So viel zum Thema Balkonkraftwerk. Die Geräte schalten früh schon an, sobald wie es hell wird, und laufen so lange, bis es abends dunkel wird. Gehen dann auf Standby-Funktion und regeln bzw. schalten ab. Und früh geht vorne wieder hoch. Ist alles über das Internet auslesbar, was die Anlage am Tag produziert hat. Das ordentlich aufs Dach montiert und ihr habt eine ordentliche Anlage, die euch viel Ersparnis bringt. Wenn ihr Fragen habt dazu, schreibt das in meinen Kommentaren. Freue mich über jedes Abo, was dazu kommt. Und so, dass ihr keine neuen Videos verpassen tut. Danke. Hier jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung, was es alles für schöne Module gibt. Hier werde ich jetzt, wie gesagt, nicht nochmal viel dazu sagen. 370 Watt Module, Polys, auch Monos, Halbzellermodule. Hier komplett in Shorts gehalten, was auch sehr gut aussieht.